Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser brandneuen Ausgabe. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, nach etwas längerer Zeit endlich mal wieder eine neue Aufnahmesession. Da freue ich mich jetzt auch sowas von gewaltig, dass es jetzt auch mal endlich wieder weitergeht. Und ja, wundert euch tatsächlich nicht, für das geschulte Auge von euch. Oh, okay. Manchmal ruckelt bei mir die Aufnahme. Das ist jetzt schon mal ein toller Start in die Folge. Nee, wundert euch daher tatsächlich nicht, wenn ihr ja einen Teil meines Mikrofons hier in meinem Facecam seht, also quasi hier. Das liegt tatsächlich daran, dass ich da ein bisschen was an meinem Setup gemacht habe, denn ich habe mir ja quasi einen Schwenkarm jetzt für das Mikrofon geholt. Und das heißt, dadurch, dass ich da jetzt die Position so ein bisschen justiert habe, gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, wird dieses Mikrofon jetzt immer so ein bisschen zu sehen sein. Also ich hoffe mal, das stört euch nicht weiter. Ich hoffe mal zumindest, dass die Hintergrundgeräusche damit ein bisschen eingedämpft werden und allem drum und dran. Und ja, zum Zweiten habe ich da auch tatsächlich mir jetzt eine neue Capture Card zugelegt. Also beziehungsweise ich habe die mal geupgradet auf die HD60X. Ja, und feil da noch so ein bisschen an den ganzen Einstellungen. Also wenn das Video doch nicht zu 100% ruckelfrei laufen sollte, beziehungsweise so kleine Lags auftreten sollten, dann ja, verzeiht es mir an dieser Stelle. Ich versuche da noch gerade noch ein bisschen da hier und da nochmal ein paar Einstellungen noch vorzunehmen, damit das dann auch hier flüssig läuft, weil ja, die neue Capture Card macht bei mir schon so ein bisschen zicken tatsächlich. Also auch wenn ich ja jetzt OBS zum Beispiel einschalte, dann blendet es das Vorschaubild irgendwie nicht ein, weil es irgendwie anscheinend keinen Bock hat. Verstehe ich auch nicht so ganz. Und ja, aber so der erste Eindruck, ja, okay, Vorschaubild ruckelt ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm und ich habe da jetzt irgendwie vergessen, auch noch auf die Vollbildprojektor zu gehen. OBS. Ich kann das jetzt alles über das Stream Deck steuern, was auch ziemlich eine nice Sache ist. Ja, genug der einleitenden Worte von meiner Seite. Heute geht es wieder zu einer nächsten Storytime-Ausgabe und zwar dürfte das jetzt nämlich Teil 6 sein, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, wie in den vorangegangenen Storytime-Ausgaben geht es hier eher darum, ja, dass ich die ganzen neuen Gegenstände, die wir bis dato eingesammelt haben, also seit der letzten Storytime-Ausgabe bis jetzt, dass ich die quasi mal so ein bisschen detaillierter mit euch gemeinsam gerne durchgehen möchte. Und ja, dass da quasi gerade in diesen Folgen halt sehr, sehr wenig Action passieren wird. Also für diejenigen unter euch, die so ein bisschen drauf gehofft haben, ja, dass ich da schon wieder richtig in die Schlacht stürze, ja, die nächste Folge wird es dann wieder der Fall sein. Aber bis dahin würde ich dann gerne so ein bisschen wieder mal ja, die neu erworbenen Gegenstände da mit euch zusammen durchgehen. Und ja, wir verlieren jetzt auch nicht so viel Zeit, legen einfach auch mal direkt los. Und ja, passend dazu befinden wir uns immer noch in der Tafelrundfeste und rasten da einmal. Ne, das haben wir auch noch bis dato noch gar nicht gemacht. Und dann können wir ja mal ein bisschen durchgehen, was wir jetzt so an neuen Sachen bekommen haben. So, die Sache ist nämlich wie folgende, also die folgende Sache. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, welche Sachen jetzt wirklich neu sind und welche wir schon mal abgeklappert haben, beziehungsweise welche Sachen wir schon jetzt durchgegangen sind. Das bedeutet, falls es mal vorkommen kann, dass ich vielleicht Gegenstände doppelt wiederhole oder vielleicht schon sogar zum dritten Mal, weiß ich ja nicht, ja, dann ist es so. Und natürlich kann es ja auch sein, natürlich, dass wir auch eine Unmenge an Gegenständen, die jetzt ja auch mittlerweile schon gesammelt haben, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen Gegenstand vergesse. Habt aber auch hier an dieser Stelle das Nachsehen. Und ja, da blende ich mich jetzt mal wie immer aus, ne, weil die Facecam brauchen wir jetzt nicht, ne, meine Stimme genügt. Und ja, wir legen einfach mal direkt los und gucken mal, was wir da so schönes Neues bekommen haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier, glaube ich, irgendwo neues Fleisch bekommen haben. Glaube ich, nämlich das geräucherte immunisierende weiße Fleisch, was ja eigentlich nur eine Upgrade-Form ist zum dem normalen immunisierenden Fleisch. Das dürfte, glaube ich, tatsächlich neu sein. Weißes geschnittenes Fleisch, das in einer grünen Arznei-Tinktur eingelegt und getrocknet wurde, erhöht kurz die Immunität, hält länger als traditionell geräuchertes Fleisch, ist jedoch weniger effektiv. Also eigentlich so ähnlich wie das normale geräucherte immunisierende Fleisch, aber ja, hat eine kürzere Effektdauer,
Aber wirkt dann halt umso mehr. Ansonsten hätten wir hier erstmal nichts Neues. Da können wir ja erstmal weiter durchgehen. Also ich glaube, hier gerade im Bereich der Werkzeuge dürften wir, glaube ich, nicht so viel Neues haben. Obwohl Kristallwurfpfeile könnte neu sein. Giftknochenwurfpfeile. Wurf auf Gegner, um Schaden und Gift zuzufügen. Tierknochen, der geschärft und zu einem Wurfmesser mit giftiger Spitze verarbeitet wurde. Werft das Messer auf Gegner, um Schaden und Gift zu verursachen. Okay, ist ja auch irgendwo selbsterklärend. Und Kristallwurfpfeile, ein aus unreinem Kristall gemeißeltes Wurfmesser. Verbraucht FP, werft das Messer auf Gegner, um Magieschaden zu verursachen. Vor langer Zeit hat ein Golem-Schöpfer angeblich ein ähnliches Kristallwerkzeug benutzt. Mal gucken, ob wir vielleicht dieses besagte Gegenstand dann noch finden. Ansonsten dürften wir hier soweit nichts Neues haben. Großer Schimmersteinüberrest ist eigentlich genau das gleiche, was wir schon davor hatten. Also quasi, ja, nur ein Groß. Sägen des Firmaments, Margits Kette, dann Blutfett. Das war tatsächlich neu. Aber, ja gut, ist ja aus verschiedenen blutroten Materialien. Waffenüberzug verursacht Blutverlust und hält nur kurzzeitig. Also im Endeffekt, ja, eine Verblutungsversion. Und ansonsten dürfte der Rest soweit bekannt sein. Ja gut, wir haben natürlich diesen Redekopf bekommen. Ansonsten von den Runen her dürften wir, glaube ich, auch nichts Neues haben. Ja, obwohl, ja, goldene Rune der Stufe 6 beispielsweise, die in den Bewohnern des Zwischenlandes zu finden ist, bekommen wir 2000 Runen. Jene, die am Fuße des Erdenbaums geboren wurden, sind gesegnet. Das zumindest glauben die Bewohner des Plateaus noch bis heute. Ja, ansonsten von den Werkzeugen ist da eigentlich soweit erstmal nichts Neues. Ne? Was cool ist, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt mittlerweile schon so viele goldene Runen angesammelt haben, dass wir da jetzt, ja, die ja schon mal lagern können. Ich muss mal gucken, wie viel kann ich davon lagern? 600. Okay. Das heißt, wenn wir da die 600 schon überschritten haben, dann sollten wir schon mal anfangen, hier die goldene Rune der Stufe 1 schon mal zu verwenden. Damit die jetzt nicht einfach so verloren gehen. So, dann können wir ja mal weiter gucken. Also bei den Asche haben wir auf jeden Fall neue Sachen bekommen. Beispielsweise die Kriegsfalkenasche. Asche, in der noch ein Geist verweilt, hiermit ruft ihr den Geist eines Kriegsfalken. Der Geist eines Sturmschleier-Kriegsfalken. Seine Krallen wurden abgeschnitten, um sie durch rasiermesserscharfe Schwerter zu ersetzen. Der Falke, dessen Gebieter besiegt wurde, ging mit verwunderten Flügeln zugrunde, während er feierlich auf sein einstiges Zuhause blickte. Der Sturm ist die Wege der Kriegsfalken. Den habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht bisher ausprobiert. Sollte aber tatsächlich ganz gut sein, weil er aus der Luft kämpft und viele Gegner, die wir bisher begegnet haben, ja, eigentlich nahkampfspezialisiert sind. Also von daher, diese Kriegsfalkenasche könnte vielleicht schon nette Asche sein, auf jeden Fall. Ansonsten haben wir, ja, den verbannten Ritter Engwall und, ja, Lute der Kopflosen. Hiermit ruft ihr den Geist von Lute der Kopflosen, der Geist einer kopflosen Ritterin. Ach so, okay, sie ist sogar weiblich. Die Soldaten des Mausoleums anführt, schleudert eine Spektrallanze des Todes. Lute opferte ihr Leben, um im Tode einen seelenlosen Halbgott bis zu seiner Auferstehung beschützen zu können. Für ihr Opfer wurde sie als Heldin mit einem Erdenbaumbegräbnis geehrt. Ja, auf den bin ich eigentlich noch sehr gespannt, wie gut diese legendäre Asche ist. Ja, der verbannte Ritter Engwall hat mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so ganz umgehauen. Also dafür, dass man da 100 FP verbrauchen muss, um den zu beschwören. Er hat natürlich durch seine Windeigenschaften geglänzt, also durch die Windfähigkeiten, die er mit seiner Hellebarde herbeirufen kann. Aber ansonsten, ja, hält er eigentlich nicht so viel aus. Also da ist der Kaiden-Söldner um Längen besser. Und Lute, der Kopflosen, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also, wenn wir da irgendwann mal in den Luxus kommen, den zu beschwören, dann werden wir es definitiv auf jeden Fall machen. Genauso wie den Kriegsfalken, weil ich den auch noch mal testen möchte. So,
In Sachen Herstellungsmaterialien müssen wir auch einmal gucken, ob wir da irgendwas Neues haben. Das hatten wir auch schon. Ja, okay. Federtierfuß mit 4 Zähnen dürften wir eigentlich, glaube ich, auch schon mal haben oder gehabt haben. Im Zwischenland wird die Zahl 3 als böses Omen angesehen. Daher gilt der Fuß eines Federtiers mit 4 Zähnen als Zeichen großen Glücks. Interessant, ob wir da noch einen Federtierfuß mit 13 noch finden. Aber ich glaube, so von hier dürfte da jetzt nicht allzu viel Neues sein. Gut, goldenes Glühwürmchen. Das hatten wir, glaube ich, bis dato noch nicht. Ein golden schimmerndes Glühwürmchen. Material zur Herstellung von Objekten nahe Gewässern bei niederen Erdenbäumen gefunden. Dem Leuchten von Glühwürmchen wird eine verführerische Magie zugeschrieben. Goldenem Licht wird nachgesagt, es ziehe Runen an. Okay. Okay, da kann man, glaube ich, ganz gut Runen hier kassieren. Gold-Tausendfüßler, der ist definitiv neu. Die goldenen und verdorrten Überreste eines Tausendfüßlers. Ein Fetisch der Fundamentalisten der goldenen Ordnung, der besonders hoch von Jägern geschätzt wird, die jene zur Strecke bringen, die im Tode leben. Findet man bei Kirchen und ähnlichen Bauwerken. Ja, okay. Schön, dass wir das auch schon mal geklärt haben. Gelbe Glut ist auch neu. Glut, die aus der Augenhöhle einer Leiche entnommen wurde. Material zur Herstellung von Objekten. Ein sicheres Zeichen, dass der Verstorbene an der rasenden Flamme litt. Diese Frucht ist gereift und geplatzt. Ach so, okay, das war also vorher eine Frucht gewesen. Ja, was man da so alles erfährt, ist ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ansonsten müssten wir noch mal gucken. Giftpilz, das dürfte, glaube ich, auch neu sein. Ein mit giftigem Schimmel bedeckter Pilz wächst in verfaulten Landen. Mit geschickter Hand lässt sich aus dem giftigen Schimmel ein effektiver Schutz gegen die Scharlachfäule herstellen. Okay. Ja, und dann haben wir auch noch geschmolzener Pilz. Ein Pilz, der in der falschen Nacht der ewigen Stadt und ihrer Umgebung wächst. Eine zähe Flüssigkeit, die sich wie Öl verhält, tropft ständig von seinen Lamellen. Okay, Feuerblüte, eine halbaschene und schwellende Blume, die auf dem Berggipfel der Riesen blüht. Diese Blumen wachsen und gedeihen dank der Funken aus der Schmiede des Gipfels, in der die Flamme des Ruins lodert. Ich denke mal, diese Feuerblüten sollten wir normalerweise erst im späteren Verlauf des Spiels oder der Hauptstory bekommen. Wenn das da schon andeutet, dass es auf dem Berggipfel der Riesen blüht. Ansonsten haben wir das Auge von Yellow, eine berstensaftige Strauchflucht. Okay, ist schön, dass ich da Flucht gesagt habe. Natürlich, Strauchfrucht, mein Gott. Sie wächst in von der Raserei geplagten Landen und wird häufig wegen ihrer schmerzstillenden Wirkung verwendet. Allerdings ist sie auch ein gefährliches Rauschmittel. Okay. Mirandapulver, Pollen einer menschenfressenden Mirandablüte. Okay, das hatten wir noch gar nicht. Das ist tatsächlich neu. Im Laufe der Geschichte war diese duftende Variante des Mirandapollens vor allem bei Parfümeuren beliebt. Er muss aus der Blüte geerntet werden, bevor der Wind ihn verweht. Okay. Ja, dann die ganzen verschiedenen Höhlenmoose, die wir haben. Gesprungener Kristall. Und Gerststein. Aber das dürften wir eigentlich auch schon gemacht, mal besprochen haben, nämlich bei Teil 5. Ja, das so viel zu den neuen Herstellungsmaterialien, die wir bekommen haben. Also wie gesagt, ich hoffe, ich habe dir jetzt nichts vergessen. Falls es dem der Fall sein sollte, dürft ihr das nochmal gerne ja auch in den Kommentaren erwähnen, sofern ihr auch die vorherigen Teile der ja, Storytime-Folgen geschaut habt. Ne? Vielleicht ist da irgendwas, was ich eventuell vergessen haben könnte und das würde ich dann dementsprechend dann im nächsten Teil nachholen. So machen wir jetzt einfach mal erstmal weiter. Oh, wir haben ja noch eine goldene Saat. Okay. Ach, stimmt, weil wir ja noch zwei brauchen, um einen weiteren Flakon zu bekommen. Haben wir die eigentlich schon besprochen? Ich glaube einmal nur ganz sporadisch, ne? Aber jetzt können wir das einmal nochmal detailliert durchgehen. Ein goldener Samen gefunden am Fuß einer Baumillusion erhöht die Zahl der Nutzung einer Heiligflasche. Ja, vorher hießen sie damals, wenn man Dark Souls gespielt hat, hießen sie immer Estus Flakon. Jetzt heißen sie Heiligflaschen.
ist für mich ja auch, glaube ich, ein besserer Begriff, aber Estus Flakon klingt auch irgendwie schon so ein bisschen episch. Kann nach Erholung an einem Ort der Gnade verwendet werden? Ja, nach der Zertrümmerung des Eldenrings wurden diese Samen vom Erdenbaum aus in die verschiedenen Ländern verstreut. Es war, als hätte das Leben gewusst, dass es zu Ende geht. Ui, das ist aber schon eine ziemlich traurige Geschichte. Schmiedestein der Stufe 4 haben wir. Ja, und Dunkelschmiedestein. Ein harter, farbloser Schmiedestein verstärkt Spezialwaffen auf plus 3. Okay. Dann haben wir, glaube ich, soweit hier auch nichts Neues. Genau, ansonsten die Geistertal-Lilie der Stufe 3. Davon haben wir ein Stück. Verstärkt ruhmreiche Asche auf 3. Aber, naja gut, die Beschreibung ist ja identisch zu den Geistertal-Lilien, die wir schon davor eingesammelt haben. Und bei der Gräbertal-Lilie ist es ja auch schon mehr oder weniger auch dasselbe. Also von daher, Verstärkungsmaterialien dürften wir jetzt nicht allzu viel Neues haben. Aber da können wir auf jeden Fall mal was durchgehen. Nämlich haben wir einmal die purpurrote Bruchkristallträne. Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf den Boden fällt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch regeneriert schrittweise eure LP. Okay, kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Da bin ich aber mal sehr gespannt, ob wir diese Arznei dann selber herstellen oder ob wir das irgendwie noch geschenkt bekommen im Laufe des Spiels. Müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten haben wir auch hier Geschicksknotenkristallträne. Ja, resultierende Gemisch steigert kurz euer Geschick. Okay, und dann Glaubensknoten. Da bin ich aber mal echt extrem gespannt. Also wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir die wundersame Arznei bekommen. Boah. Das könnte ziemlich heftiger Boost für uns werden. Ja, und dann haben wir noch Opalene-Blasenträne. Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf den Boden fällt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden, das resultierende Gemisch verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Dies ist jedoch nur einmal möglich und der Effekt lässt mit der Zeit nach. Okay, also, ja, können wir einmal gehittet werden, ohne großen Schaden zu bekommen. Auch ganz nett. Ansonsten soweit haben wir hier nichts Neues. 4 Steinschwertschlüssel. Ach, da haben wir immer noch die große Rune von Godric. Ansonsten hier hätten wir soweit erstmal nichts Neues. Was mir jetzt spontan auffällt. Wir hatten, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben ein neues Handbuch entdeckt. Ich müsste nur mal gucken, welcher es war. Ich glaube, das war Stufe 6, 7? Boah, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben ein Handbuch, es könnte vielleicht sogar die 9 gewesen sein. Dadurch haben wir ja das Handwerksrepertoire nochmal ein bisschen erweitert. Ansonsten dürfte hier soweit auch nichts Neues sein bei den Schlüsselobjekten. Ja, da geht's in Richtung Zauberei. Ja. Auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Im Zuge meiner weiteren oder meines weiteren Spielverlaufs. Aber da werde ich, glaube ich, in der nächsten Folge dann nochmal was dazu sagen. Ansonsten, wir haben ja Schimmersteinkiesel. Kristallnova ist, glaube ich, neu. Feuert eine Salve Schimmersteinsplitter ab. Diese Zauberei kann wiederholt und in Bewegung gewirkt werden. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Eine Zauberei des Kristallkaders, eine Gruppe von Zauberern, die nach der Weisheit des Steins strebten. Jenen Geheimnissen, die im Geiste Kristallianer verborgen sind. Ja, magischer Platzregen kennen wir ja schon. Hinterhältiger Splitter, eine Nachtzauberei aus Selia, der Stadt der Zauberer. Feuert ein Projektil aus einiger Entfernung zu den Zaubernden ab, um den Gegner von hinten zu treffen. Oha, diese Zauberei kann wiederholt gewirkt werden. Die Zauberer aus Selia waren Assassinen und wurden angeblich oft eingesetzt, um ihre Kollegen zur Strecke zu bringen. Ui, also ein hinterhältiger Splitter? Ja, ich meine, wenn man ein Gegner ist und dann bekommt man einen Pfeil von hinten, einfach aus dem Nichts, das ist schon
ziemlich brutal. Ansonsten der Rest dürfte soweit bekannt sein. Ja, dann haben wir hier einmal die göttliche Festigung. Eine Anrufung der Getreuen der zwei Finger erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden. Diese Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Folgt dem Pfad, der euch vorgegeben wurde, und ihr werdet euch alle anderen zum Feind machen. Die Mönche, Zauberer, Drachenritter und die Sprösslinge des Goldes. Aber vergesst nie, Befleckte sind im Zwischenland nicht willkommen. Okay, cool. Da kann ich mich auch wieder ins Grab legen. So, ansonsten haben wir Blitzschlag, das hatten wir schon. Boah, ich muss mich auch irgendwie echt wieder an alles erinnern, ne? Aber man kommt da auch langsam rein. So, Flamme heile mich, das hatten wir schon. Giftnebel ist aber neu. Eine Anrufung der Diener der Fäulnis setzt vor den Zaubernden ein Giftnebel frei. Diese Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Jene, die in Gift leben, kennt die Fäulnis nur allzu gut. Der Tod, der das Leben hervorbringt, ereilt jeden von uns. Mit dieser Anrufung nutzt ihr den Kreislauf der Wiedergeburt als Waffe. Ja, dann haben wir noch die rasende Flamme. Eine Anrufung der unerträglichen drei Finger. Okay. Ach, nebenbei, das können wir auch einsetzen, ne? Also diese drei Zauber stehen uns zur Verfügung zurzeit. Alles, was hier jetzt ein X da oben hat, können wir noch nicht einsetzen, weil uns dann die nötigen Attribute hier fehlen. Aber göttliche Festigung können wir einsetzen. Flamme heile mich und Giftnebel ist mittlerweile auch für uns verfügbar. Wobei ich aber immer noch nicht so ganz weiß, wie Anrufungen noch funktionieren. Also, ja, vielleicht könnt ihr mir das auch gerne sonst in den Kommentaren schreiben, wie das funktioniert. Vielleicht muss man ja auch, oder vielleicht darf man auch keine Waffe ausrüsten oder so. Die rasende Flamme lässt die gelbe rasende Flamme aus den Augen des Zaubernden schießen. Durch Aufladen erhöht die Reichweite der Explosion. Die rasende Flamme verursacht Schaden und Wahnsinn. Diese Anrufung belastet auch den Zaubernden mit Wahnsinn und ist nur gegen Befleckte wirksam. Oh, okay, da hätten wir schon mal richtig schön Konter gegen diese, wie nennt man die, die ja quasi in diesem roten Schleier sind. Boah, wie hießen die nochmal? Hießen die rote Befleckte oder? Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Aber gegen die haben wir auf jeden Fall einen Konter. Und ja, mit 16 Glaube ist das eigentlich auch ein... sind wir noch nicht so weit weg. Also ich glaube, aktuell dürften wir 13 Glaube haben. Das geht voran auf jeden Fall. Ja. Was haben wir denn hier Neues? Ja, mächtiger Schuss. Okay. Ein Talent für Bogenschützen haltet den Bogen schräg und zieht die Sehnen dann maximal zurück, damit der Schuss die Abwehr des Gegners durchschlägt. Zur Verwendung mit leichten Bögen und Langbögen. Ansonsten haben wir aktuell Barrikadenschild. Aber das dürfen wir auch schon durchgegangen sein. Also von daher, Kriegsasche ist da nicht allzu viel Neues. Ja, dann zu den Waffen. Und da wird es jetzt ein bisschen interessanter, denn wir haben da schon echt eine Menge neue Waffen bekommen über die Zeit, wo wir auf dem Halbinsel der Tränen waren. Ja, einige habe ich auch schon bereits da zurücksortiert. Das heißt, auch die müsste ich vielleicht eventuell nochmal durchgehen. Wir klammern erstmal die hier ab. Dann sortieren sie auch inzwischen auch mal kurz zurück. Einmal haben wir unter anderem die Claymore, der ist auf jeden Fall neu. Ein großes Schwert mit langer gerader Klinge. Diese schwere Waffe wird eigentlich beidhändig geführt, aber mit genügend Kraft lässt sie sich auch als Einhandwaffe einsetzen. Okay. Neben weit ausladenden Angriffen, bei denen die schwere Klinge ihre Wirkung optimal entfaltet, sind schwere Stoßhiebe möglich. Der Talent ist Löwenkralle, Talent der Rotmähnen, die an der Seite von General Radan gekämpft haben. Führt ein Vorwärtssalto aus und schlagt eure Gegner mit der Waffe. Okay. Das ist jetzt keine Spezialwaffe auf jeden Fall. Aber die können wir mal erstmal zurücklegen. Großschwert der Verpflanzung. Das ist die Waffe, die wir vom löwenartigen Scheusal bekommen haben. Also vom finalen Boss beim den Halbinsel der Tränen, die wir jetzt auch leider noch nicht benutzen dürfen. Das geschichtsträchtige Schwert der Rache von Schloss Morne, erfüllt von Zorn und Reue. Eine der legendären Waffen. Der letzte überlebende Held aus einem längst vergangenen Land wollte niemals aufgeben und holte sich jedes einzelne Schwert eines ganzen Kriegerclans. Ja, das einzigartige Talent ist der Racheschwur. Ihr schwört dem Großschwert, seinen Clan zu rächen. Erhöht kurz sämtliche Attribute. Solange der Schwur aktiv ist, stärkt er auch das Gleichgewicht. Und das könnte ziemlich krass werden. Also ich weiß jetzt halt natürlich nicht,
Weil ich habe das Talent ja natürlich noch nicht eingesetzt, um wie viel die Attribute sich steigern, aber ich könnte mir schon vorstellen, so zwischen 3 bis 5 könnte schon insane sein, aber auch die Waffe müssen wir leider jetzt erstmal weglegen. Auch wenn ich die doch gerne mal getestet hätte, aber ja, 40 Stärke, das sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Von daher, ja, lassen wir den mal. Eisenbeil hatten wir, glaube ich, auch schon einige Male, oder? Nö, sieht sogar nicht aus, als wenn wir den schon mal bekommen hätten. Da können wir den auch einmal ganz kurz durchgehen. Ein recht großes Eisenbeil. Ach, stimmt. Das ist ja von diesen Scheusalen, ne? Das häufig von misshandelten Scheusalen eingesetzt wird. Ja, steht ja auch hier schon. Mit jedem Schlag spürt das Opfer die gesamte Wut des Trägers. Die wilden und unablässigen Schwünge der Waffe werden oft mit Anlauf ausgeführt. Talentwilde Schläge schwingt die Waffe mit aller Macht. Halten, um den Angriff aufrechtzuerhalten. Setzt mit einem normalen oder starken Angriff nach. Okay. Ist von dem Basiswert gar nicht mal so verkehrt. Ah, brauchen wir erstmal nicht. So. Ansonsten haben wir die Peitsche. Eine Lederpeitsche eigentlich zur Bestrafung entworfen und nicht für den Kampf. Ihre Angriffe lassen sich jedoch weder parieren noch abblocken und können keine kritische Treffer verursachen. Okay, obwohl da ein kritischer Wert von 100 steht. Das ist aber interessant. Also, das heißt, wir treffen damit jeden Gegner? Egal wie krass sein Block ist. Aber wir können keine kritischen Treffer landen. Okay. Ja, Talent tritt. Ja, manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob wir die Waffe schon davor bekommen haben und ob ich sie mir nachträglich ausgerüstet habe, aber um ehrlich zu sein, brauche ich die eigentlich auch erstmal nicht. So. Dann können wir jetzt nochmal ganz kurz zu der Truhe gehen und da nochmal ein bisschen, ja, einmal kurz einmal entlang laufen, weil wir haben ja nämlich unter anderem noch ein paar weitere Waffen bekommen. Eigentlich. Ja, beispielsweise hier, die hier, ne? Die Opferpriester-Axt, die ist tatsächlich neu. Macht doch soliden Schaden. Ein Beil für ein uraltes Opferritual mit dem Bild eines Todesvogels als bösartige Gottheit. Die Macht des Rituals ist noch nicht verflogen. Mit jedem getöteten Gegner regeneriert die Waffe einen Teil eurer FP. Ah, stimmt. Das war ja da, wo wir gegen den Todesvogel gekämpft und gesiegt haben. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass die Waffe doch ziemlich gut ist, wenn man als Zauberer Magier spielt. Oder. Naja, sagen wir mal so, die Schwerpunkt auf Weisheit, Arkanenergie und oder Glaube setzt, dann ist die Waffe eigentlich ganz nice. Rostiger Anker hatten wir auch neu bekommen, der als Waffe eingesetzt wird. Die scharfen Spitzen der vier Ankerarme durchbohren gnadenlos jedes Opfer. Okay. Als die Befleckten das Zwischenland mit ihrem Fürsten verließen, blieb angeblich nur ein Boot zurück. Ja, ansonsten ist das Talent Barbarenbrüllen, aber kennen wir auch schon mittlerweile. Morgenstern? Ein Kriegshammer. Diese simple Kugel an einem Griff ist eigentlich eine stumpfe Schlagwaffe. Eigentlich. Jemand hat den Kugelkopf allerdings mit Stacheln gespickt, deren Wunden zu Blutverlust führen. Diese Waffe stinkt häufig nach Blut, ein Beweis, dass Narben halt doch nur Schall und Rauch sind. Okay. Und dann haben wir noch den Flieger der Dunkelkavallerie. Ist tatsächlich keine legendäre Waffe? Den hätte ich doch irgendwie den Bereich eingeschätzt, aber müssen. Komisch. Ein Pflege mit zwei zusätzlichen Schlagköpfen, eine Waffe der Dunkelkavalleristen, die auf Grabrossen in den Kampf reiten. Äußerst effektiv, um Blutverlust zu verursachen, verlangt allerdings viel Geschick von seinem Träger. Dabei haben wir ja das notwendige Geschick, um diese Waffe zu benutzen. Aber gucken wir mal. Ansonsten sehe ich jetzt tatsächlich die Schwingensense, die ist neu. Das ist auch eine legendäre Waffe und Heiligschaden kann das Ding verursachen. Eine heilige Sense, die einem Paar weißer Schwingen nachempfunden ist und Heiligschaden verursacht. Heiden glauben, die weißgeflügelten Jungfern wären die sanften Gesandten des Todes. Einzigartiges Talent ist Engelschwingen.
sprengt und erfüllt die Flügelklinge der Waffe mit Licht, um den Gegner dann mit einem Hieb anzugreifen. Die weißen Schwingen behindern die Erholung aus einer Tränenflasche. Stimmt. Boah, die Waffe müsste ich mal echt ausprobieren. Aber da fehlt uns noch eine Menge Glaube. Ja, das waren alle neuen Waffen, die wir jetzt bekommen haben. Also tatsächlich doch schon einiges, was wir erhalten haben. Was schon mal ganz gut ist, weil so können wir da uns auf jeden Fall mal ein bisschen neu ausrüsten dann, ab der nächsten Ausgabe. Wir können ja mal hier weitergehen. Wir haben, ja, den karianischen Schimmerklingenstab und Schimmersteinstab, ne? Stärkt einmal Karia-Schwertzauberei und Schimmerklingenzauberei. Hat ja jeweils kein Talent. Müssen wir jetzt ja, glaube ich, nicht großartig durchgehen. Soldatenarmbrust ist aber tatsächlich neu. Eine schlichte Armbrust, die jeder bedienen kann. Allerdings mangelt es ihr sowohl an Durchschlagskraft als auch an Präzision. Der Einsatz von Armbrüsten erfordert Bolzen. So. Ja, man sieht ja auch, ne? Reichweite ist jetzt nicht so ganz stark. Und auch die Angriffskraft ist jetzt nicht so hoch. Aber man kann die Waffe benutzen. Stab der Halbmenschenkönigin. Ja, der Stab, der uns ja quasi in der letzten Ausgabe, ja, sehr geholfen hat, den Klangperlenjäger endlich mal zu besiegen. Das war auch mal sehr, sehr schön. Blicke ich immer noch ganz positiv auf den Sieg zurück, wohlgemerkt. Ein Schimmersteinstab im Stil eines Zepters. Er war einst ein Friedensgeschenk an die Halbmenschen und kann auch von jenen geführt werden, die nicht mit großer Weisheit gesegnet sind. Doch die Narren an der Akademie belächeln ihn nur. Ja, ja, wenn ihr mal seht, was ich mit diesem Stab alles machen kann. Gut. Haben wir auch soweit durchgesprochen. Bei den Pfeilen müsste ich jetzt einmal ganz schnell gucken. Wir haben die Großpfeile, die sind auf jeden Fall neu. Ein Großpfeil für Großbögen, gewaltig wie ein Speer, stammt von den extrem starken Bogenschützen aus den Armeen der Fürsten. Ja, machen auch echt gut Schaden auf jeden Fall. 100 ist ziemlich ordentlich. Ansonsten haben wir von den Bolzen her jetzt nichts Neues. Dann können wir ja mal kurz nochmal zu den Schilden gehen, wo auch komischerweise unser Stahldrahtfackel hier mit einsortiert ist. Der ist auch eigentlich ziemlich nice. Und auch eine legendäre Waffe. Eine mit Metalldraht umwickelte Fackel, ihre Flamme erhält nicht nur dunkle Orte, sondern ist auch gut für den Angriff. Diese Fackel ist schwerer als normale Fackeln, der glühende Draht verstärkt jedoch ihren Feuerschaden. Ja, sieht man auch auf jeden Fall, also 109 Feuerschaden ist echt nicht verkehrt. Und Talent Feuerspeier. Blast in einer Fackelflamme, um einen breiten Feuerbogen für euch zu erzeugen. Auf dem Boden brennt die Flammen kurz weiter. Ja, könnte man auf jeden Fall benutzen. So auch als Ersatz für unsere Laterne. Sehr nice. Oh, ich habe da... Achso, ich dachte, dass ich da vielleicht irgendwie was in der Truhe noch gelagert habe. Ja, aktuell benutzen wir weiterhin unser solider Großbestienschild. Ansonsten hier dürften wir, glaube ich, jetzt nichts Neues haben. Bei den Rüstungen, gut, haben wir einmal Fußsoldatenhelm. Ein Helm mit Metallplatte als zusätzlicher Schutz, typische Ausrüstung der Fußsoldaten im Dienst eines Fürsten. Okay. Und da haben wir tatsächlich keinen Helm bekommen. Der auch schon ziemlich fresh aussieht. Ein Helm der Kaiden-Söldner. Diese massigen, furchtlosen Söldner sollen aus dem eisigen Norden stammen und kämpfen auf zu Pferde ganz hervorragend. Kaiden ist der Name ihrer Heimat. Ah, okay. Vielleicht sollte ich mir mal so eine komplette Kaiden-Rüstung anlegen, dann hätten wir ja zwei Kaiden-Söldner. Eine Asche und einmal so ein Real-Life-Ding. Da wissen ja die Gegner nicht, von welcher Kaiden sie immer getroffen werden. Ach ja. Ganz schön viele verschiedene Helme, die wir jetzt auch haben, ne? Möchte ich einmal nur mal ganz kurz erwähnen. So. An der Ausrüstung haben wir soweit nichts Neues. Wir haben nochmal Gottrick Soldatenstulpen bekommen. Das können wir einmal kurz weglegen. Ja, Fußsoldatenstulpen. Akt, verkratzte und verbeulte Stulpen aus Metall, typische Ausrüstung der Fußsoldaten im Dienst eines Fürsten. Ich überlege gerade, wann ich die bekommen habe. Ich glaube, im Schloss Morne dürfte es gewesen sein. Würde ich mal jetzt spontan schätzen. Fußsoldaten, Beinschutz, da haben wir jetzt auch zwei Stück. Er ist mittlerweile sogar drei.
Und Mausoleumssoldatenbeinschutz, die wir jetzt aktuell ausgerüstet haben, weil ich sie doch ziemlich cool finde. Ein Beinschutz der geisterhaften Soldaten, die auf ewig das wandernde Mausoleum bewachen. Von Rost und Flecken aus unzähligen Kämpfen gekennzeichnet. Ja. Und ja, zu den Talismane haben wir ja einmal den Himmelsbernstein-Medaillon, der die maximale FP eigentlich nur erhöht. Dann haben wir einen Himmelssamen-Talisman. Ein himmelblauer Talisman nach dem Vorbild der Erdenbaumsaat. Verstärkte FP-Regeneration einer Flasche mit Himmelstränen. Einst war der Erdenbaum perfekt und ewig und daher glaubte niemand, Erdenbaumsaat könne tatsächlich existieren. Ja, dann haben wir den Smaragdbernstein-Medaillon. Ein Talisman mit eingelegtem Smaragdbernstein erhöht die maximale Ausdauer. Das versteinerte Harz des Erdenbaums wird zu Bernstein, dem meistgeschätzten Edelstein des Zeitalters von Godfrey, dem ersten Erdenfürsten. Ihm wohnt eine ursprüngliche Lebensenergie inne. Ja, und der erhöht unsere maximale Ausdauer. Nebenbei haben wir auch aktuell ausgerüstet. Radagons Namen, Siegel. Mann, ich kann langsam nicht mehr reden, ne? Das sind wir ja schon durchgegangen im Let's Play. Ein Auge verziert mit einer Eldenrune, angeblich das Siegel von König Radagon. Erhöht Kraft, Kondition, Stärke und Geschick, aber auch den erlittenen Schaden. Also den Drawback, den wir ja jetzt bekommen haben durch den Talisman, der ist nicht so krass. Also kriegen zwar mittlerweile ein bisschen mehr Schaden, aber ist jetzt nicht so viel. Aktuell lohnt sich ja dieser Talisman wirklich. Diese Siegel symbolisieren die lebenslange Pflicht derer, die von den Göttern auserwählt wurden. Gut, aber auch besprochen. Dann haben wir einmal den Zauberdrachen-Talisman, der eigentlich nur die Resistenz gegen Magieschaden erhöht. Ja, mit einem blauen Drachen markiert. Ansonsten von hier dürften wir eigentlich, glaube ich, auch irgendwas Neues bekommen haben. Doppelkling-Talisman, wenn es mich nicht täuscht. Verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Ein Talisman mit Doppelklinge ins Bekenner verbessert den finalen Treffer von Angriffsketten. Die Doppelklingentechnik stammt von den Bekennern, die das Geheimnis ihrer unablässigen Schlagfolgen wie ihr Leben hüten. Der letzte Schlag ihrer Kombination ist darum auch der tödlichste. Okay. Das hatten wir schon. Rotgefiedertes Astschwert erhöht die Angriffskraft bei niedrigem LP. Ein mit roten Federn verzierter Talisman, ursprünglich für uralte Todesrituale bestimmt, erhöht die Angriffskraft bei niedrigem LP. An der Schwelle des Todes sinkt das Herz mit aller Kraft und ein glorreiches Ende erwartet jene, die niemals aufgeben. So, also eigentlich das Äquivalent zum blaugefiederten Astschwert, ja, der bei Verteidigung, also unsere Verteidigung erhöht bei niedrigem LP. Fun Fact, es sind jeweils 20%, ne? Also von daher, wenn ihr da auch interessiert an irgendwelche besonderen Builds seid. Ja, dann haben wir zwei verschiedene Opferzweige, die irgendwie getrennt voneinander sortiert werden. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Ja, das sind im Grundsätzlichen alle neuen Gegenstände, die wir bekommen haben. Hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt soweit hier nichts vergessen habe. Und damit dürfte es ja auch soweit mit der Storytime-Ausgabe Teil 6 gewesen sein. Und wie versprochen, machen wir dann in der nächsten Folge ja erstmal mit viel Action weiter. Ich werde offscreen tatsächlich ein bisschen was an meiner Ausrüstung umstellen. Dazu werde ich dann, wie gesagt, zu Beginn der nächsten Ausgabe da was dazu sagen, weil mir tatsächlich doch noch einige Ideen gekommen sind, die ich nochmal gerne ausprobieren möchte. Insbesondere, was ich da auch seit dem Kampf gegen den Klangperlenjäger festgestellt habe. Ja, bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, ja, und jetzt blende ich mich mal ganz kurz hier wieder ein, damit ich mich von euch auch persönlich verabschieden kann. Also, ne, persönlich so, ja, ich weiß, es ist virtuell, aber, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, bedanke ich mich, wie gesagt, bei euch ganz herzlich nochmal fürs Zuschauen dieser Ausgabe. Und wenn euch die heutige Ausgabe gefallen haben sollte, dann lasst gerne ein Feedback in den Kommentaren da, sei es ein Daumen nach oben. Oder, naja, ein Kommentar eurerseits. Müsste eigentlich Bewertung gewesen sein. Ja, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X wieder. Habt einen schönen Tag bis dahin und haut rein!